Moin Moin und Servus, meine sehr ehrigen Buben. Wir sind hier beim großen Finale von Super Mario 3D World und Bowser's Furiositäten. Heute wird es regelrecht furios werden, meine Fräuleins. Ja, uns fehlen noch zwei Insignien. Dann haben wir die 100 voll gemacht. Und das sind auch im Grunde die einfachsten Scheins eigentlich, die man sich als die letzten beiden wünschen kann. Es sind nämlich zwei Glücksinsel-Insignien. Und da der Bruder da hinten schon so gut wie am Aufgehen ist, würde ich sagen, suchen wir uns mal den Spot raus. Es wird auf jeden Fall sehr wild. Dementsprechend lassen Sie gerne einen Daumen nach oben da für den ehrigen Support. Danke, meine Bros. Und abonniert hier gerne rein für mehr. Sie kennen den Flex und den Aal. So, also bevor wir jetzt hier zu weit laufen. Laut Karte spawnt die Glücksinsel hinter mir. Es muss irgendwo hier sein. Irgendwo hier. Vielleicht da... Ja, wobei, in der Lava wird sie wahrscheinlich nicht sein. Aber ganz kurz, wo wir schon mal hier sind. Ich brauche unbedingt einen Tanuki. Kommen Sie heran. Das schmeckt. Ja, also, wie sieht das jetzt aus? Der dreht sich ja... Also, der ist ja ständig jetzt am Rotieren. Schon seit 1 Minute 20 ist der hier am Rotieren. Kommst du jetzt auch mal raus? Sonst werfe ich die jetzt nämlich so... Ja, okay, schade. Weitwurf-Skill nicht hoch genug trainiert. Na, Mann, Gens. Ja, boah, das wäre heftig, ne? So ein RPG-Mario. Ja, okay, aber... Ne, wo es halt so um die wichtigen Werte geht, ja? Wie zum Beispiel Weitwurf und so. So, Super Mario à la Skyrim. Das wär's, ey. So, aber die Glücksinsel, wo ist sie jetzt? Stand die eben schon da? Ich meine nämlich nicht. Und ich meine, dass Bowser mit seinen Flammen auch rein gar nichts ausrichten kann. Oh, okay, wir sollten... Ja, wobei, der Leuchtturm ist im Weg. Schwein! Wir zögern das jetzt nicht länger hinaus. Ja, klar. Vierte Katzeninsignie. Und ja, ich habe mich gerade vehement dazu gewehrt und dagegen gewehrt, Viertes zu sagen. Für mich ist eine Insignie weiblich, ja? Steinigt mich doch. Okay, also. Back to topic, ja? Ich dachte gerade, wir landen in der Lava. Weil das sah wirklich so aus, als würde die Glücksinsel über der Lava sein. Ja, haltet mich für verwirrt, aber für mich sah das so aus. Wir könnten theoretisch jetzt an der Stelle zu, wo müssten wir eigentlich jetzt nochmal hin? Also hier ist die Glücksinsel, ne? Bei der Schlitterschanze. Wir hätten uns jetzt zu der porten können, aber wir nutzen die Zeit, um, ja auch, würde ich sagen, komm, nochmal hier bei Toadette vorbeizuschauen. Ein letztes räudiges Mal mit den Buben. Es wird doch sehr wild. Sind sie jetzt alle vereint oder was? Na klar. Die Buben. Ja, Captain Todd. Todd Bert war, glaube ich, der Blaue. Grüner Todd und der gelbe Todd. Na ja, klar. Was anderes fällt mir für euch beide auch nicht ein. Und Toadette. Also, sie sehen, ja, die Gedankenblase ist verschwunden. Toadette kann wieder ruhig schlafen. Ehre, ja. Gibt leider keine Belohnung dafür, kann das sein? Also, ich krieg jetzt nicht irgendwie noch so eine Mitleidsschein oder so, weißt du? Die mir noch so geben, so eine selbst zusammengebastelte oder so. Leider nicht. Das finde ich schade so. Und das hätte ich mir auch in einer RPG-Variante gewünscht, ja? Dass du dich angesprochen hätte und so. Wenn wir schon mal bei diesem RPG-Thema sind, ja? Ich meine, sagen wir es mal so, wie es ist, Brüder. Mario und Luigi scheint ja tot zu sein, wo Alpha Dreams versenkt hat, sage ich jetzt mal, im negativen Sinne. Ja. Deswegen würde ich mich natürlich als, ich sag mal, Außendirektor, wie sagt man, es gibt da für einen englischen Begriff, der ist mir gerade nicht aufgefallen und eingefallen, aber jedenfalls so etwas in der Art, ja, und dann, sehen wir doch mal weiter, ob es denn noch Potenzial gibt und Hoffnung und Träume auf Mario-RPG. Ja. Stichwort Weitwurf-Skill auf 100. So, die Glücksinsel, wo haben wir sie denn?
scheint unten links von mir zu sein. Also irgendwo hier. Oder die, kann natürlich sein, dass die auch unten ist, ne? Wir werden das Ganze beobachten. Ja, klar. Bowser lässt sich eh noch ein bisschen Zeit. Deswegen wird es doch nochmal Gelegenheit sein, hier an diesen See zu gehen und den Gumbuben, wie ich sie jetzt mal hier nenne an der Stelle, ja klar, ja einfach das Leben genießen, Amenakoi, oder was? Oder was ist los bei euch, hä? Oh Gott, okay. Ja, ich wollte sie jetzt nicht wecken, Bruder. Aus ihrem hart verarbeiteten und hart verarbeiteten, Junge. Ihr hart erarbeiteter Urlaub, den sie sich redlich verdient haben. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass hier unten ein Item ist. Leider ist es nicht so. Scheiße, Bruder. Wir können das Ganze natürlich auch mit Tanuki machen. Ist ja auch nicht so das Ding. Ja, Bowser scheint also jetzt jede Sekunde zu kommen, aber der Blick auf die Karte. Also das ist irgendwo hier in dieser Richtung. Und damit kommt Bowser raus. Er kommt heran. Ja, was hat Bowser Junior? Was hat der denn nochmal gemacht jetzt gerade so? Am Ende nochmal die kompletten Baumkicks oder was? Der hat doch gerade den Baum gestreichelt. Jetzt geh doch nicht so weg, so als ob du nicht darauf stehst, du Schwein. Der denkt sich gerade wahrscheinlich so, ja, lass mich doch in Ruhe, ey. Muss das jetzt allen erzählen? Schwein! Ja, ohne Witz, Bowser Junior, wir haben ihn eigentlich viel zu selten gewürdigt. Wisst ihr, was krass gewesen wäre? Vielleicht kommt das ja nochmal in einem Update rein oder so, man weiß es ja noch nicht, ne? Da, er macht das schon wieder. Schwein. Ja, und zwar, dass wir irgendwie auch mit Bowser Junior so quasi der erste Spieler sein können, wisst ihr? Das wäre geil gewesen, wenn wir so die Wahl gehabt hätten. So, also, Glücksinsel. Wo seien sie nun? Nunmehr. Hier sehe ich jetzt gerade keine. Da oben ist sie doch! Direkt am Eingang von der Schlitterschanze. Und Bowser, was sagen Sie dazu jetzt? Ich nehme Ihnen die Scheine weg. Meine. So. Nummer 100. Fünfte Katzeninsignie. Und ich habe mich wieder geweigert, fünftes zu sagen. Pack das S da weg. Das hat da gar nichts zu suchen. Jetzt ist die Frage, jetzt wo wir die 100 haben. Was ist jetzt? Herzlichen Glückwunsch! Oh, man hört schon im Hintergrund, die Musik wird wieder total kritisch, Brüders. Du hast alle Katzeninsignien gesammelt. Es ertönt eine Nachricht von der Gigaglocke, dem Bruder. Du bist bereit. Nun geh und setz die geballte Macht der Katzeninsignien ein, um das Wutmonster von seiner Macht zu befreien. Oi. Ja, klar. Ja, logisch. Wo muss ich unterschreiben? Lul. Ja, Bruder. Ich würde sagen, wir gehen dann zur zweiten. Ja. Ja, ein allerletztes Mal müssen wir es uns noch ansehen, Brüder. Ein allerletztes Mal wird es da noch Zeit. Was? Der sieht einfach anders aus. Der hat weißes Haar. Bruder, wo hast du die denn her? Hast du die gefärbt? Ah ja. Die Glücksinsel, diesmal nur mit Goldmünzen belegt. Aha. Ja, ich glaube, Brüder, das war's dann wohl, oder? Game over, incoming in HD. Scheiße. Oh, Mois. Ja, ihr seht, er rastet jetzt komplett aus. Er ist im, weiß nicht. Oh Gott. Gibt es... Du miese Drecksau. Gibt es einen Saiyajin? Modus, in dem man, oder in dem ein Saiyajin so aussieht. Ich habe Dragon Ball Super nicht verfolgt, deswegen frage ich, weißt du? Wild! Also wirklich, dass man nochmal so eine Art Extra-Boss kriegt, das ist ja richtig geil. Mario, der Bube, ein allerletztes Mal müssen wir ihn auch noch sehen. Der Bruder! Bowser Junior ist ebenfalls mit dabei. So, und jetzt gibt's richtig auf die Fresse. Das kann ich Ihnen aber versichern. Da bekommen Sie meinen Segen für. Und der hat jetzt sogar eine blaue Lebensleiste. Okay, das heißt, der gesamte Schaden, den wir ihm gemacht haben, in der gesamten Zeit, wo wir die Scheins gesammelt haben, ja, guten Morgen, sind nichtig.
Der ist jetzt einfach auf komplett OP geschallert. Der heilige Bruder. Nehmen Sie einfach mal hier ein paar Fäuste entgegen. Ich glaube, wir schnappen uns hier diesen Pfeiler und machen es dann wie Van Helsing, ja? Mitten ins fette, fette hässliche Herz. Scheiße. Nein! Oh Gott, das war verdammt knapp. Treffer Nummer 1. Die Glocke direkt neben mir, ja ehrenhaft. Kommen Sie heran. Nimm Speedbooster, Mario. Verdammte, warum funzen die hier nicht? Schwein. Ich würde sagen, wir steppen da mal hinfort zum dritten Gigaglockenspot. Zur Sicherheit. Aber warte, 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 warte. Hier ist doch noch ein Pfeiler. Er macht Flammen, die Sau. Nein. Diese Bälle macht er auch. Ist das so auf 3D World angelehnt? Soll ich die auch? Ja, das sind einfach die Fußbälle aus 3D World. Halt nur ein bisschen krasser wahrscheinlich, ja. So nach dem Motto, hier, friss und vergiss. Friss und vergiss. War das nicht auch so ein Motto bei Jimmy Neutron? Kicks? Ja, meine Brüder. Ihr seht, Gigakatzen-Mario, er rastet komplett aus. Bowser haut natürlich ab, so wie es sich gehört. Oh Gott, alter Junge, der Leuchtturm hat aber auch maximal gerettet. Ah! Oh Junge! Ja, ihr seht es ja, diese Welt und auch diese ganzen Bäume in Miniatur. Ey, du bist doch so ein Penner. Warte, ist die Glocke nicht hier? Ist hier keine? Daneben nicht. Nein! Oh Gott, was war das denn für ein ungewollter Save, Mann? Huch! Ja, er rastet nunmehr wieder komplett aus. Aber wir ebenfalls. Oh Gott! Einmal noch aushalten. Nein! Was ist das denn jetzt? Oh! Ja? Der Bruder? Also jetzt so langsam könnten die Gigaglocke... Ey, ich wollte gerade sagen, die ist hier nicht mehr. Ey, die könnt ihr echt mal wieder langsam aufstellen. Was soll das denn? Die ist auch weg. Ey, es kommt einfach keine mehr. Die respawnen nicht. Ja, ey, was soll ich machen? So nach dem Motto, ich regel das jetzt auch ohne Schaden zu kriegen, oder was? Oh, oh, oh. Ey, das ist halt echt so eine undankbare Attacke von dem. Der Drecksack. Vor allem, das macht der doch, weißt du, so... So 10 Jahre Schwein! Aber das hat natürlich... Junge, das können wir einfach stacken. Ja, wo wir wieder beim RPG-Thema wären, ne? So kommen wir wieder zum Punkt. Und hauen sie herein. Zumindest für den Moment. Alter, der Kampf geht halt echt schon wirklich lange, oder? Junge, können die Gigaglocken mal spawnen jetzt? Die Buben. Oh nein. Ah, ins Kolosseum rein! Oh, es hat gerettet. Es hat einfach gerettet. So, ist da hinten die Gigaglocke? Ist da hinten eine gespawnt? Ich glaube nicht, das sind einfach nur die Leuchttürme, die so strahlen, oder? Ey, jetzt mal for real, ne? Oh nein! Ey, es war so klar, ne? Es war so klar, dass da einer hingesetzt wird. Wie kommt der denn hier so schnell hin? Oh mein Gott! Erstmal den fressen, genau. Und dann komme ich so an sie herangepirscht. Ey, ich habe jetzt keinen Bock zu sterben. Real Talk, Mann. Ey, das müsst ihr mir aber wirklich lassen, dass er mir hier keine Glocke mehr hingönnt. So ein Schrott. Nein. Okay, 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 okay. Nee, also, ey, wirklich, das kann man sich doch nicht mehr erklären jetzt. Ich kann da hinten mal hinlaufen, aber so, das würde halt... Ne, man hat das ja gesehen, wenn die Gigaglocke gespawnt ist. Man hört das ja auch an so einem Klingel, an einem Klingeln halt. Ja, was soll ich jetzt machen, Bowser? Ey, ich glaube, der Boss ist einfach dead jetzt. Der ist tot. Ich glaube, das wird nichts mehr. Nein, die explodieren. Scheiße, ich wollte jetzt gerade, wo ich sie aufheben wollte, weißt du? Oder muss ich irgendwas machen, damit die spawnen? Hey, ich habe keine Ahnung, die sind... In meinem Kopf sind die immer... Alter, ich wurde fast von diesen Teilen aufgespießt, Mann. Ah! Ja, genau, Alter.
Was ist das denn für ein Schrott? Darf ich jetzt nochmal alles von vorne machen, oder was? Wie ist das jetzt? Also jetzt mal wirklich. Ey, wenn mir gleich beim nächsten Anlauf die Gigaglocken respawnen, dann wisst ihr, was los ist. Also ich werde euch natürlich den Anblick ersparen, das jetzt nochmal von Anfang an alles zu machen. Weil das ist mir einfach zu unnötig, das euch alles nochmal zu zeigen, wie ich dem nochmal Schaden mache. Das heißt aber auch wohl, man muss sich diese, einteilen mäßig oder was. Kann ich mir halt vorstellen, dass das halt das, ne, die Einschränkung ist, keine Ahnung. So, ich denke mal, wir sind an so einem Punkt angekommen, wo, wir beim letzten Mal gewesen sind. Machen wir einfach weiter. Ich habe das Gefühl, man hat sogar irgendwie nur zwei Gigaglocken, so als Rettung quasi. Ja, weil irgendwie die an dem Spot, wo ich den Kampf gestartet habe, die war weg. Natürlich logischerweise, weil ich die ja gerade eben benutzt habe. Also ich habe echt das Gefühl, du brauchst, also ne, zwei kannst du dir halt gönnen. Und ich glaube, eine gönnen wir uns jetzt auch sogar aus einfach nur, guck, weil wir es einfach können. Weil wir Bowser gerade rumschubsen wie ein Penner. Ne, du Schwein. Also Entschuldigung, nicht wie ein Penner, das war jetzt nicht so gemeint. Das war einfach nur so, ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Ja. Nein, Bowser, du Sau. Ja, also nehmt das nicht wörtlich, das war jetzt nicht so von wegen Penner-mäßig gemeint, ne? Ja, klar, man kennt den halt. So, Bowser, wie sieht das jetzt hier aus? Bist du durch? Bist du ready? Hast du dich ausgekotzt? Ja, schön. So, letzte Katze. Ich sehe das ja schon kommen, dass ich jetzt nochmal reinscheiße. Aber eigentlich sollte das... Eigentlich kann das gar nicht mehr. Ne? Ist doch so... Ja, ich wollte gerade sagen, weißt du. Als ob der jetzt noch so einen Katzenhit aushält, ja? Niemals. So, ist es denn jetzt vorbei? Ich muss ja schon mal dazu sagen, endlich ist es mit dem jetzt schon vorbei, weißt du? Bruder. Das war ja echt... Uff, teilweise. Also der Kampf hat sich echt gezogen, muss man sagen. Und es ist ja auch ein bisschen knackiger gemacht, dadurch, dass ich die Gigaglocken scheinbar, meines Wissens, wie ich das jetzt gerade gesehen habe, dass sie nicht respawnen. So, jetzt eher gerade auch in dem Kampf sind die auch nicht gerespawnt. Und normalerweise respawnen die so in normalen Kämpfen alle 2 Minuten, weißt du? So. Wir haben den, quasi letzten, also den... richtigen Bowser, aber für 100%. Der 100% Bowser-Kampf und ich denke, der wird auch genauso ablaufen wie beim ersten Mal. Na? Ja, ich denke, das ist 1:1 das gleiche. Also, komischerweise hatte aber der erste Bowser-Kampf halt irgendwie einen leicht anderen Skin gehabt, ne? Mit diesen weißen Haaren und so und dem weißen Panzer. Das sah ja vorher nicht so aus, so farbentsättigt mäßig. Das fand ich ein bisschen wild. Also ein bisschen, ne? Verdammt, ey. Was soll einem das sagen? Springe nicht hoch, nachdem du getaucht hast. Ey, es ist halt echt undankbar, kann das sein? Komm, gib mir das Unnötigste. Ja, genau. Ja, also, der Kampf war, ich glaube, also ich weiß nicht, die blaue Leiste hatte er ja im ersten richtigen finalen Bosskampf nicht gehabt. Ne? Also er war ja schon stärker und ich bin mir sicher, dass man im ersten Bosskampf... Huch! Ne, dass du da nicht so einfach, oder dass du da mindestens genauso einfach wie sonst beim ersten richtigen Bosskampf gegen Bowser beim zweiten... dass da die Gigaglocke spawnt. So. Ich denke, das ist halt echt nur im 100% Boss so. Das kam ja halt so vor, als ob da keine spawnt. Und jetzt um zu diesem Bowser-Bruder zu kommen, ich denke mal, ne, nicht nur, dass er sich genauso verhält wie der erste Final-Boss. Ja, das ist ja alles quasi... Der gleiche Takt, ne? Also wir fahren den gleichen Weg zumindest. Bowser sieht jetzt auch nicht irgendwie anders aus.
Wobei der andere schon hingegen schon sehr komisch irgendwo. Wieso hat der jetzt nicht weißes Haar? War man dann doch irgendwie zu faul, die Ending-Scene nochmal zu verändern? Oder was? Ach komm, Junge. Ich bin doch gesprungen. Sirius. Das Ding ist halt, wie willst du denn da ohne einen Treffer durchkommen, wenn du halt tauchst und tauchst? Wirst du irgendwann von diesen Steinen getroffen? Und wenn du springst, nachdem du getaucht bist, wirst du vom Feuer getroffen. Wie soll man da denn anständig durchkommen? Und jetzt gerade eben hat Plessy den Supersprung nicht gegönnt. Ja, es geht halt nicht. Sorry, so. Da, hä? Wie soll das funktionieren? Das geht nicht. Ja, Kamera ist sehr gut gesetzt, sodass man auch sehen kann, von wo die Flammen kommen. Ehre. Also wirklich. Teilweise blicke ich nicht hinter das Modell von den ganzen Setzungen hier. Das hat für mich ein bisschen was Willkürliches, wisst ihr? Weil, also es ist halt Glück, ob du durchkommst oder nicht. Also nach dem, was ich gesehen habe, gibt es hier kein System. Wie du jetzt verfährst, weil die Flammen random sind. Nochmal der Flammenring. Ja, klar. Aber das muss es doch jetzt gewesen sein. Dankeschön. Hau rein, Bruder. Auf Wiedersehen. Wirklich. Also, das war 1:1 der gleiche Kampf, oder? Wie beim ersten Finale. Schauen wir mal. Ja, und damit wäre Bowser... Ja. Damit wäre Bowser jetzt ein für alle Mal zu Ende. Also ich denke, jetzt sollte er wirklich gepurcht sein, ja? Also jetzt sollte hier Ruhe einkehren. Beim Schmusekatzensee. Das ist doch mal jetzt... Wie sieht das aus? Ja, Bowser. Ja, schaff das raus. Ah. Hm. Ja, Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, ja. Nimm das Aspirin. Hm. Na klar. Fragen Sie Ihren Arzt innen oder Apotheker innen. Ja, er schiebt weitere Hasskicks. Dabei hat Mario doch nur geholfen. Ja, es ist jedes Mal je. Yeah. Bowser Junior, bedankst du dich jetzt vielleicht? Ja? Ja. Ja, war klar, ne? Hat sich wieder mal nichts geändert. Also ehrlich, ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass Bowser Junior aus Ehre oder so eine kleine, nette Geste zeigt, weißt du? Aber dafür ist Plessy wieder mal ein wahrer Ehrenmann. Der Bube! Junge, ich krieg die kompletten Kicks. Ja, und damit wären wir erneut mit dem Spiel durch. Und ich glaube, diesmal war es das. Ich denke jetzt, nachdem wir das durchgespielt haben, dürfte sich uns hier die räudige Frage nicht mehr stellen, ob wir den Bowser nochmal machen. Denn das ist jetzt wirklich vorbei. Also wir haben 100 Insignien gesammelt. Ich denke, dass wir auch alle Graffiti-Spots erblickt haben. Sicher kann man sich da nie sein, weil ich glaube, es gibt in-game keine Anzeige davon, wie viele Graffiti-Spots von Graffiti-Spots du gefunden hast. Was auch nochmal irgendwie, ne, es gab ja als richtiges Collectible gab es irgendwie nur die Insignien, oder? Klar, es gab diese Katzenmünzen oder die Katzeninsignienstücke, aber im Endeffekt waren das doch nur Katzeninsignien Fünftel quasi, die man da gesammelt hat. Also es gab jetzt irgendwie nicht so ein zweites Collectible meiner Meinung nach. Also klar, es gab die Graffiti-Spots und so, aber ansonsten, ich weiß nicht. Irgendwie war das ein bisschen... Also muss ich sagen, was den Collectible-Anteil anbelangt, war das sehr wenig so.
Also nicht sehr wenig, so 100 Scheins sind schon für dieses Spiel angemessen, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem noch irgendwie so ein zweites Collectible daneben setzen. Und wenn es Grünsterne sind oder so, was weiß ich, Mann. Nintendo weiß doch viel besser, was sie da hinsetzen können. Nachher sind es gelbe Grünsterne. Na klar, man kennt's. Wisst ihr, was ich damit sagen will? Vielleicht so eine Komponente hätte noch gefehlt. Maschallah, dass ich sagen kann, 100 von 100. So wie bei den Insignien gleich im Screen. Höchstwahrscheinlich, aber... nee, also es war wirklich ein sehr unterhaltsames Spiel. Für das, was es war, wie gesagt, ich hatte den Spaß meines Lebens. Und ich stehe zu 100% hinter dieser Aussage. Und ich finde, dass dieses Spiel hier einen verdammt hohen Wiederspielwert hat. Dass man es in, ne, vielleicht in einem Monat wieder anfasst oder so. Ich weiß es nicht. 100 von 100 Scheins und wir haben, ich denke, es war ein anderes Gemälde gesehen. Kann das sein? Ich denke, das Gemälde, das sah ein bisschen anders aus. Deswegen, ja, 100% Ending, Tendo, HD. Ja, wir haben es geschafft. Und ich würde sagen, damit schallern wir mit 5 Sternen. Das 5 Sterne, ich kann das gar nicht sehen, so krass ist das am Drippen, Alter. 5 Sterne und sie glänzen und sie schmecken. Wir gehen mal rein, gucken, was sich so geändert hat. Na, schauen wir mal. Ich meine, prinzipiell gibt es hier jetzt nichts mehr zu tun, das ist das Ding. Ja. Wir machen Auge. Auf Takt Island. Oh, warte! Gigakatzen Mario. In klein. Bruder. Ich glaube, der ist bei 90 Grad eingegangen oder so in der Wäsche. Ja, meine Buben. Und was ist mit Bowser Junior los? Bruder, bisschen. Was bist du denn? Hör auf, dich zu drehen. Ich will dich betrachten, du Sau. Da müssen wir einmal kurz ganz nah rangehen, Brüder. Das ist ja mal je, Junge, der sieht ja aus, als wäre das so ein Skin oder so ein, wisst ihr, so... Alter, der sieht auch ein bisschen katzenmäßiger aus. Die Clownskutsche, ich weiß nicht, ob sie auch schon zu Anfang des Spiels Katzen-Schnurrhaare hatte. Aber zumindest hat Bowser Jr. so ein kleines, gewisses katzenartiges Etwas übergestriffen bekommen. Und das Katzen-Item... Denke ich jetzt mal. Ach, warte mal kurz. Ja, wir können ja Schnappschussmodus. Let's go. Gucken wir mal hier. Wie zoomen wir denn? Zoomen wir mal rein. Gucken wir uns mal Bowser Junior an, den Bruderius. Ja, also auch Schnurrhaare und so. Junge, das ist ja mal richtig wild. Sehr cool. Ist das die, also das wird wahrscheinlich die 100% Belohnung sein, oder? Und natürlich genauso wie auch Mario, der Bruder, wie gesagt, bei 90 Grad in der Wäsche eingewaschen. Aber das ist auch gar kein Problem, denn er sieht immer noch sehr, sehr bedrohlich aus. Aber auch je. Die Katzenohren sind übrigens auch angelehnt, ne? Also es sind, glaube ich, die gleichen. Ja, meine Brüder. Es ist auf jeden Fall der wilde Bube und Plessy muss, glaube ich, auch ein bisschen los, oder? Wie sieht das bei aus? Die Seemöwen-Katzenbuben. Die viben auch ordentlich. Und Plessy halt so. A-Pose. Ja, also sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Ich meine, es ist halt am Ende des Tages... Wie ist das, wenn ich eine Feuerblume anziehe? Da ändert es nichts. Bei einem Tanuki ändert sich auch nichts. Das ist wahrscheinlich nur das Feature für die Katzenglocke, ja? Mhm. Ja, ich wollte schon auf die Glückskatze. Ja, also egal ob Glückskatze oder normale Katze, du kriegst halt dieses... Ja, schon fast löwenmäßiger, diese Löwenmähne. Ja, das ist ja echt keine Katze mehr, das ist halt echt ein Löwe, Junge. Das ist wild. Und natürlich, klar, die Bonzenglocke wird auch hier angehängt an den Nacken von Mario. Ja, klar. Ja, und damit wären wir wirklich durch, Brüders. Es ist schon fast traurig, jetzt zu sagen, dass es vorbei ist. Aber es ist vorbei. Und deswegen... würde ich sagen, beenden wir das doch da, wo es am schönsten ist. Brüders, es war auf jeden Fall eine sehr ehrige Reise durch das Schmusekatzenparadies oder wie es heißt. Ist auch komplett egal. Ja, wir fahren nochmal ein letztes Mal zu Bowser und gucken, was der Bube so treibt. Und ja, letzten Endes, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.
hier in dieses Projekt, ja, Super Mario 3D World Bowser's Fury, hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Sehr viel Spaß gemacht. Ich muss nicht mehr dazu sagen, ich habe eigentlich schon alles gesagt im gesamten Let's Play über. Wenn ihr es verfolgt habt, wisst ihr eigentlich dann, was meine Meinung dazu ist. Und ich glaube, Bowser ist weg. Na klar, er hat Feierabend gemacht, der Bruder. Ja, Bowser Junior, da kannst du doch jetzt mal das, was du in Super Mario Sunshine verbockt hast, ne? Oder verbrochen hast, besser gesagt. Kannst du dich jetzt revanchieren und hier alles sauber machen. So, und damit sind wir raus. Bowser Junior, nehmen Sie den Pinsel in die Hand und putzen Sie. Brüders, bis zum nächsten Projekt. Hauen Sie rein und tschüss. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video gefallen hat. Danke, meine Bros.